Wahrscheinlich kennst du die Situation. Du bist gerade auf dem Weg zur Arbeit oder im Supermarkt zum Einkaufen und dir fällt eine richtig attraktive Frau auf. Und du würdest jetzt gerne die Fähigkeit haben, auch spontan zu dieser Frau hinzugehen, ein Gespräch zu eröffnen und dann schlussendlich auch einen guten Kontakt zu gewinnen, damit du später ein Date mit dieser Frau hast. Du würdest also gerne den Skill haben, spontan auf Frauen zuzugehen und diese ohne Widerstände ansprechen zu können. Und ich erkläre dir in dem Video, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst. Weil es gibt einen klaren Schritt-für-Schritt-Plan, der es dir ermöglicht, auch spontan Frauen im Alltag kennenlernen zu können. Deswegen schau das Video auf jeden Fall bis zum Ende, schreib dir die einzelnen Schritte mit und wende sie an. Ich verspreche dir, wenn du es 1:1 genauso machst, dann wirst du auf jeden Fall erfolgreich werden. Wir müssen uns jetzt zu Beginn erstmal anschauen, was überhaupt die einzelnen Schritte hin zu dieser Fähigkeit sind. So, natürlich haben wir als allererstes die Widerstände in deinem Kopf. Bedeutet, du traust dich aktuell noch nicht, zu diesen Frauen hinzugehen. Jetzt müssen wir uns jetzt allererst mal überlegen, okay, woher kommen denn diese Widerstände? In der Regel, weil dein Gehirn dich davor bewahren möchte, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Warum? Weil es in der Vergangenheit, als wir noch durch die Steinzeit gelaufen sind, gegebenenfalls bedeutet hätte, dass du stirbst, wenn du aus der Komfortzone rausgehst. Dementsprechend ist es ein Schutzmechanismus deines Gehirns. Du kannst dir also in einer solchen Situation verdeutlichen, ah ja, warte mal, ich habe jetzt gerade Widerstände. Das hängt damit zusammen, weil mich mein Gehirn beschützen möchte. Aber ich kann ja gar nicht sterben. Es kann ja gar nichts Schlimmes passieren, außer dass ich vielleicht eine Ablehnung bekomme. Also überliste ich jetzt mein Gehirn einfach und gehe einfach hin, weil das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass mich die Frau ignoriert und sie sich für das Kompliment bedankt und mir sagt, dass sie kein Interesse an mir hat. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Es gibt nichts Schlimmeres. Selbst wenn sie mit ihrem Freund unterwegs ist, wird nichts Schlimmes passieren, weil ich durfte das schon häufiger mal erleben, dass ich eine Frau angesprochen habe, wo der Freund daneben stand, was ich nicht mitbekommen habe und es ist noch nie etwas Schlimmes passiert. Bedeutet, mach dir jetzt allererstes mal klar, diese Ansprechangst ist nur eine Illusion. Es ist ein Schutzmechanismus deines Gehirns. Es ist nicht real. Du kannst natürlich vorneweg auch schon üben, dich nach und nach zu desensibilisieren. Bedeutet auch mal geplant auf Frauen zu gehen, in einer höheren Anzahl, dass du dir beispielsweise mal einen Nachmittag vornimmst, wo du 90 Minuten Zeit blockst und mal 10 Frauen gezielt ansprichst, die dir gefallen. Wenn du das regelmäßig gemacht hast, wirst du feststellen, dass die Ansprechangst relativ schnell gar kein Thema mehr für dich ist und du dann dementsprechend auch eher bereit bist, in solchen spontanen Situationen auf Frauen zuzugehen. Bedeutet, du musst mal die Phase der Desensibilisierung durchlaufen. Das ist Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2, du musst ja auch ein Stück weit wissen, was du jetzt zu der Frau sagst, die du gerade beim Einkaufen siehst, weil natürlich, es ist cool, hinzugehen zu der Frau und sich zu überwinden, aber wenn man dann vor ihr steht und weiß gar nicht, was man sagen soll, dann bringt das ja auch nichts. Und dementsprechend möchte ich dir jetzt konkret mitgeben, was du zu ihr sagen kannst. Mach es wirklich sehr, sehr leicht. Geh hin und mach der Frau ein Kompliment. Mach ihr klar, warum du sie ansprichst. Das ist der einfachste Weg, um diese Frau auch kennenzulernen. Du gehst also hin und sagst, hey du, ganz kurz, ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich wollte jetzt einfach mal ein Kompliment da lassen, weil du hast wirklich einen richtig coolen Style. Simpel. Du sprichst am Anfang aus, dass es vielleicht ein bisschen komisch ist. Du zeigst dadurch also Empathie. Machst dir ein Kompliment, beispielsweise zu ihrem Style oder zu ihrer positiven Ausstrahlung. Oder du könntest es auch ganz simpel formulieren und sagen, du siehst einfach gut aus. Jetzt ist der nächste Schritt, dass du mit ihr einen Smalltalk aufbaust. Bedeutet, du möchtest ganz simple Informationen austauschen. Wo kommt sie her? Was arbeitet oder studiert sie? Und was macht sie gerade? Diese drei Informationen sind die absoluten Basisinformationen, die du am Anfang immer austauschen solltest, um die Frau kennenzulernen, um der Frau ein bisschen was von dir zu zeigen, dass sie ein bisschen was über dich erfährt, dass sie weiß, wo du herkommst, was du arbeitest und was du gerade machst, weil sie dadurch Vertrauen zu dir gewinnt, weil sie weiß ja gar nicht, wer du bist. Sie weiß gar nicht, dass du ein cooler Typ bist, der einen coolen Job hat, der Freunde hat, der ein Leben hat, wo sie gerne ein Teil sein möchte. Bedeutet, diese Dinge musst du schnellstmöglichst ins Gespräch mit einbringen, um das Thema Vertrauen abzudecken. In der Regel reicht das schon vollkommen aus, um sich jetzt einen guten Kontakt zu sichern. Wenn die Frau auch mal eine Frage zu dir gestellt hat und ein bisschen was von sich erzählt hat und du ein bisschen was von dir erzählt hast, zu den drei Punkten, hast du in der Regel schon 2 bis 3 Minuten Gespräch gefüllt. Jetzt kannst du einfach sowas sagen wie, hey, du, ich muss jetzt eigentlich gleich weiter, ich hab's ein bisschen eilig. Du scheinst aber voll cool zu sein, wenn du Lust hast, wir können ja in Kontakt bleiben. Hast du WhatsApp oder Instagram? Und schon tauscht die Nummer aus. Es ist wirklich gar nicht schwerer. Du musst es gar nicht so kompliziert machen, weil natürlich, man könnte das Gespräch jetzt noch
weiter aufbauen. Man könnte noch verschiedene Dinge mit einfließen lassen. Beispielsweise die drei anderen Elemente des perfekten Flirts, weil es gibt ja vier Elemente. Ja, Connection aufbauen, das haben wir jetzt schon gemacht, indem wir einfach mal nochmal einen Smalltalk geführt haben. Ein bisschen Humor reinbringen, ein bisschen Lockerheit reinbringen. Natürlich, das ist auch cool, wenn man das schon schafft, aber gar nicht unbedingt notwendig. Der nächste Punkt ist, dass man auch mal eine gewisse freche Würze mit einstreut. Also liebevoll frech zu der Frau ist, um Überstellung zu signalisieren. Und der vierte Punkt ist, dass man auch in der Lage ist, eine gewisse Spannung aufzubauen. Das ist aber nicht notwendig, wenn du gerade erst 3 Minuten mit der Frau redest, weil den vierten Punkt kannst du auch spätestens beim ersten Date nachholen. Mach es dir also nicht zu kompliziert. Ganz simpel. Geh mit einem Kompliment hin, tausche simple Informationen aus, also ganz einfachen Smalltalk führen und dann sage, dass du es eilig hast und hol dir ihre Kontaktmöglichkeit. Der letzte und wichtigste Punkt ist, wenn du dein Gehirn darauf trainieren möchtest, spontan, regelmäßig solche Situationen zu nutzen, weil das ist gerade in der Kleinstadt sehr, sehr wertvoll, weil da hat man ja gar nicht so viele Möglichkeiten, jetzt auch gezielt Frauen anzusprechen. Dann mach es dir doch einfach zur Challenge, dass du die nächsten 2 Wochen jeden Tag eine und auch wirklich nur eine Frau ansprichst, um deinem Gehirn einfach zu zeigen, hey, ich brauche gar nicht aufgewärmt zu sein. Ich kann spontan eine Frau ansprechen, ohne im sozialen Modus zu sein. Auch wenn ich vielleicht gerade nicht gut aussehe, auch wenn ich gerade mental müde bin, noch auf der Arbeit bin, einen schlechten Tag hatte, whatever. Wenn du dein Gehirn davon überzeugst, dass du es spontan immer und immer wieder auf die Reihe bekommst, deine Widerstände zu besiegen, ein cooles Gespräch aufzubauen und auch daraus Kontakte gewinnst, dann hast du diesen Skill in Fleisch und Blut. Bedeutet, das ist der effizienteste Weg, um dich darauf zu trainieren, immer und überall spontan Frauen ansprechen und kennenlernen zu können. Und natürlich, das hört sich in der Theorie alles ganz leicht an. Jetzt ist aber deine Aufgabe, das Ganze in die Praxis umzusetzen. Und ich weiß, es ist gar nicht so einfach. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei mir, weil ich kann dich gerne an die Hand nehmen. Ich habe alle Abläufe da, die du brauchst, um solche Situationen zu meistern, aber auch andere Situationen zu meistern, um immer genügend Dates mit richtig attraktiven Frauen zu haben. Um irgendwann mal bereit zu sein für die perfekte Partnerin, die du dir dann aussuchst. Ich habe die letzten Jahre mit so vielen Männern gearbeitet und die erfolgreich gemacht, sodass du dir sicher sein kannst, ich kenne alle deine Probleme, die du aktuell hast und auch in Zukunft haben wirst. Ich weiß, wie dein Weg aussieht. Ich kenne alle Schritte, die du gehen musst, an die du jetzt teilweise noch gar nicht denkst, damit du wirklich schnellstmöglichst auf einfachste Art und Weise erfolgreich wirst. Du kannst dich gerne bei mir melden. Es gibt hier unter dem Video einen Link, da kannst du draufklicken und dann buchst du dir einen Termin, wo wir zusammen mal sprechen werden über ein kurzes Telefonat. Und dann höre ich mir mal an, wo du aktuell stehst, was deine Situation ist und dann kann ich dir auch erklären, was für dich konkret deine nächsten Schritte sein müssen, damit du erfolgreich wirst. Und ich kann dir natürlich auch erklären, wie eine Zusammenarbeit mit mir zusammen für dich aussehen kann. Und dann kannst du ganz entspannt entscheiden, ob du das Ganze machen möchtest oder nicht. Wenn du dich eigeninitiativ einträgst, dann nehme ich mir auch gerne die Zeit für dich. Ich freue mich also auf dich am Telefon und natürlich freue ich mich auch, wenn du mir für dieses Video hier ein Gefällt mir dalässt, den Kanal von mir abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du in Zukunft noch mehr dieser Videos zu sehen bekommst. Und natürlich teile das Video auch gerne mit jemandem, der auch gerne mehr Frauen im echten Leben kennenlernen würde, aber nicht genau weiß wie. Der braucht genauso ein Video wie das hier. Also ich freue mich auf dich am Telefon bzw. im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Bye bye.